Hallo lieber Krebs, hier kommt dein Kartenreading für dein neues Jahr 2023. Wow, ein Jahr geht zu Ende, ein neues Jahr steht bevor. Wir gucken mal rein, was die Karten dir sagen wollen für dein neues Jahr. Wir gucken mal an, was für ein Thema wird dich begleiten, hauptsächlich in diesem Jahr. Welche allgemeinen Botschaften empfangen wir für dich? Aber wir gucken auch speziell rein ins Thema Liebe und Partnerschaft miteinander und auch Beruf, Karriere und Finanzen, was da so für dich ansteht. Denk natürlich dran, es ist ein allgemeines Kartenreading. Also es kann dich abholen, muss aber nicht. Und achte ziemlich genau drauf, was davon dich abholt, was nicht. Denk auch dran, dieses Reading umfasst ein ganzes Jahr. Also vielleicht gibt es hier durchaus Botschaften, die dich jetzt noch gar nicht abholen, aber im Laufe des Jahres sehr wohl anfangen, Sinn zu machen. Also vielleicht magst du dir das Reading auch abspeichern in irgendeiner Playlist von dir selbst und sagen, ich gucke doch noch mal rein oder mach mir einen Termin im Kalender und sag so, einmal im Quartal gucke ich noch mal an, was dann vielleicht noch mal ganz anders Sinn macht oder ganz anders von dir verstanden werden kann. Denk aber auch dran, du hast einen Aszendent und auch ein Mondzeichen, also guck auch da vielleicht mal hier in die Neujahrs-Playlist rein und sagst, okay, selbst wenn ich nur die Überschriften lese vom Aszendent und Mondzeichen, dann wirst du ja schon merken, so, macht es mich an oder nicht? Und guck da mal rein. Vielleicht stecken da auch Botschaften drin, die für dich relevanter sind als vielleicht von deinem Sonnenzeichen. Ansonsten, wenn du Lust hast, dir ein persönliches Kartenreading zu buchen, das sind natürlich immer die genauesten, generell oder eben zum neuen Jahr hin. Die sind ja sehr viel ausführlicher als das, was ich hier auf YouTube mache. Dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ich für dich persönlich legen darf. Dann findest du den Link dazu hier unten drunter in der Infobox, beziehungsweise vielleicht hast du auch Lust mit mir, das Jahr gemeinsam zu beenden und neu zu starten und kommst mit in mein Rauhnachtsprogramm und wir gehen gemeinsam die 6 letzten Tage des neuen Jahres und die 6 ersten Tage des neuen Jahres, des alten Jahres, des neuen Jahres miteinander. Dann findest du den Link dazu auch in der Infobox oder hier irgendwo am Ende erlinkt. Dann freue ich mich, wenn wir da die magische Zeit zusammen begehen. Dieses Jahr unter dem Motto gelebte Weiblichkeit. Wenn du jetzt ein Mann bist, nicht abgeschreckt sein, auch du hast eine weibliche Seite. Gelebte Weiblichkeit und Naturverbundenheit. Unter dem Motto stelle ich dieses Jahr die Rauhnächte. So, das gesagt, vielleicht noch der letzte Satz zum Thema Kartendecks. Es sind eine Menge Decks, die ich heute benutze. Wenn dich die einzelnen Kartendecks interessieren, auch die findest du in der Infobox aufgelistet. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit den allgemeinen Botschaften, mit dem Motto für 2023 für den lieben Krebs. Und gucken wir mal rein. Was du übrigens auch in der Infobox findest, ist ein Link zu meiner Trinkgeldbox. Vielleicht hast du Lust, mir für meine Arbeit hier auf YouTube ein Trinkgeld dazulassen. Dann freue ich mich riesig, wenn du meine Trinkgeldbox klingeln lässt. Sage ich schon mal herzlichen Dank dafür. So, es geht für den lieben Krebs in diesem Jahr darum, Dinge zu Ende zu bringen, also irgendetwas den Rücken zu kehren, etwas, was dir fad geworden ist, was dir grau geworden ist. Und das ist ein Thema, was wir ja auch, wenn ich mich recht entsinne, in den letzten Wochen oder sogar Monatsreadings auch immer mal wieder für dich hatten, dass es so aussieht, als würdest du dir das Leben ein bisschen schwerer machen, als du müsstest. Und in diesem Jahr kommt da ein Ende rein. Dass du bewusst oder unbewusst hingezogen dich fühlst zu Sachen, die freudvoller sind, lichtvoller sind, die dich erstrahlen lassen, die dein Herz hopsen lassen und du wirklich merkst so, oh ja, ich verlasse mal eingetrampelte Pfade und begebe mich auf neue Pfade und Pfade, die ich halt erst noch gehen muss. Und vielleicht ist dir das Ziel, wo es dich hinführt, noch gar nicht so klar jetzt in dem Moment, wo du das Video schaust, aber du spürst schon irgendeine Aufbruchstimmung, du spürst, irgendwas darf sich verändern, irgendwas muss nicht mehr so bleiben, wie es ist. Und ich setze mal einen Schritt vor den anderen und ich muss ja nicht die nächsten 10 Schritte vorhersagen können und ich muss vielleicht mein Ziel noch nicht mal klar definieren können, aber ich bewege mich mal raus aus ausgetrampelten Faden. Und geh mal einen Schritt in eine Richtung und teste mal da, ob mich der Boden trägt. Ich teste mal, wie es sich da anfühlt. Wenn ich da eine Weile verharre, wie ist denn das? Gewöhne ich mich da dran, um dann zu sagen, vielleicht gehe ich noch einen Schritt und vielleicht gehe ich noch einen Schritt. Aber Fakt ist, es geht auch darum, den Weg zu genießen, dieses Ausprobieren zu genießen, diese neuen Pfade, die jetzt entstehen dürfen, neugierigen Blickes zu gehen. Und auch wenn du nicht weißt, wo es dich hinführt, aber Fakt ist, es wird lichtvoller,
Es wird schöner, es wird heller. Und das ist was, worauf du dich freuen kannst in diesem Jahr. So, jetzt gucken wir mal ins Tarot. Zieh dir mal noch eine übergeordnete Karte, bevor wir dann noch mal so ein bisschen in die Details gehen, was du dazu noch zusätzlich wissen darfst, sollst, musst. Was haben wir denn hier noch für den Krebs in 2023? Den Prinz der Kelche. Ja, auch der ist ja, also was ich hier so spannend finde, ist, dass auch der sagt, ja, ich gehe einen Weg, aber ich habe ein gemächliches Tempo, Schritt für Schritt, weil du siehst ja, wie er seinen Kelch hier auch balanciert und der Kelch ist gefüllt mit Ideen, mit Träumen, mit Hoffnung, mit Visionen, mit ganz viel Liebe. Und wenn er jetzt so schnell unterwegs wäre, würde das, was da drin ist, ja überschwappen und verloren gehen. Und von daher ist das, finde ich, nochmal eine schöne Ergänzung zu den ersten beiden Karten, dass es nicht darum geht, ja, dem Pferd Sporn zu geben und schnell voranzuschreiten, sondern auch hier das Pferd die Schritte suchen zu lassen, den Untergrund zu testen, dass es auf einem sicheren Fundament, sicheren Schrittes vorangeht. Also für jeden Schritt darfst du dir Zeit lassen, aber es geht schon darum, die Schritte zu gehen. Beständig, Schritt für Schritt, nachhaltig. Und nicht langsamer unterwegs zu sein, als du müsstest. Aber du musst auch nicht voranpreschen und dabei Dinge übersehen oder außer Acht lassen. Weil das Schöne beim Genießen des Weges ist ja auch, dass wir Dinge entdecken, die wir nicht kannten. Irgendwelche Blumen, die vielleicht am Wegesrand blühen. Die sehe ich ja nicht, wenn ich voller Eile unterwegs bin, sondern indem ich langsamen Schrittes die Natur betrachte auf meinem Weg und dabei vielleicht Sachen entdecke, die mir sonst auch ja nicht aufgefallen sind. Und hier haben wir nochmal die Bestätigung mit der Closure-Karte. Es geht darum, Dinge zu Abschluss zu bringen, weil du rausgewachsen bist aus diesem Ding. Weil es jetzt darum geht, einen neuen, das haben wir hier auch nochmal angedeutet, lichtvolleren Weg einzuschlagen, dem Licht entgegenzugehen, der neuen Freude, dem, was dich jetzt, was dein Kelch der Liebe jetzt erfüllt. Und das heißt nicht, dass da, wo du bist, falsch ist. Es das heißt nur, dass da nichts mehr zu holen ist. Die Geschichte ist auserzählt und es braucht jetzt neue Geschichten für dich, die dich wieder erfreuen, die dich aufblühen lassen, die du spannend findest, in die du reinwachsen kannst, wo du auch viel Erkenntnis findest in dir selbst, wo du sagst, ach, hier gehöre ich hin. War mir voll klar, wenn du da ankommst. Warum habe ich so lange damit gewartet? Warum? Weil du irgendeinen inneren Kampf austrägst. Vielleicht auch Stimmen von außen, die dir da reinreden wollen, können aber natürlich auch deine eigenen Stimmen sein, deine eigenen Glaubenssätze von, kann ich das, bin ich gut genug, darf ich das? Ich habe es ja schon mal probiert und es hat nicht geklappt, aber vielleicht war es der falsche Zeitpunkt. Vielleicht warst du noch nicht bereit dafür, vielleicht warst du die falsche Person damals noch gewesen, aber jetzt bist du die richtige Person. Und jetzt kommt hier die Karte der Wunscherfüllung zu dir, die sagt, hör auf mit diesem Geschnatter in deinem Kopf. Weil es ist absolut, du bist absolut fertig. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aufzubrechen in diesem Jahr. Und schau mal, wir haben hier die 9 der Kelche und hier haben wir deinen Ritter der Kelche. Und 9 plus 1 ist 10 und im Tarot wollen wir immer zur 10. Das heißt, du hast hier die absolute Freude, Glückseligkeit, Wunscherfüllung liegen, weil du mit deinem einen Kelch unterwegs bist, um deinen Platz einzunehmen. Deinen Platz in deinem Leben, deiner Leidenschaft folgend, deiner Freude, dem Licht folgend. Haben wir noch einen Rat, wie Krebs das hinbekommt? Haben wir noch einen Rat für den Krebs, wie der Krebs das hinbekommt? Ja, auch hier nochmal, nichts überstürzen. Erlaube dir auf dieser Reise eines zu entdecken, nämlich dich selbst, in all deinen Facetten, in allem, was du zu bieten hast, in allem, was du vielleicht schon über dich wusstest, aber vielleicht auch noch nicht über dich wusstest. Und von daher auch hier, es geht weniger darum, irgendein Ziel zu erreichen. Und ich fand es, ich war gerade schon verwundert, als ich die Karte so gedeutet habe, weil normalerweise deute ich die anders. Aber es bestätigt sich jetzt hier nochmal. Es geht weniger darum, zu irgendeinem Ziel zu kommen. Es geht mehr darum, den Weg zu genießen und innezuhalten, Dinge aufzuheben am Wegesrand und zu sagen, oh, das ist aber spannend. Oh mein Gott, das finde ich aber toll. Oh, das macht mir aber Spaß. Oh, das macht mir aber Freude. Und vielleicht auch Dinge wiederzufinden, von denen du gar nicht wusstest, dass sie verloren waren, in dir wieder zu entdecken. Vielleicht dir auch zu erlauben, nochmal mit so einer kindlichen Unschuld oder kindlichen Naivität auf die Dinge zu schauen. Und
Ja, ganz, ganz gespannt, dich überraschen zu lassen, was am Wegesrand so auf dich warten wird. So, jetzt kommt hier noch ein zweiter Erzählstrang rein. Der wird jetzt weniger Krebse hier betreffen, aber nichtsdestotrotz möchte ich ihn erzählen, weil ja, er einfach mir im Kopf ist. Für den einen oder anderen kann es auch sein, dass Kinder ausziehen, dass die jetzt vielleicht groß geworden sind, flügge geworden sind, aus dem Haus gehen, vielleicht die Schule abschließen oder vielleicht auch noch nicht mehr aus dem Haus gehen, aber die, so in die nächsten Lebensschritte gehen in diesem Jahr. Und dass du auch anerkennst, dass das gut so ist, dass du nicht dran festhältst an deinen Kleinen, sondern anerkennst, dass sie groß werden, dass sie erwachsen werden, dass du eine gute Vorarbeit geleistet hast, dass sie jetzt ihre eigenen Wege mehr und mehr gehen können. Und wenn dich dieser Teil hier abholt, glaube ich wiederum, dass es für die Mehrheit der Krebse schon darum geht, dass ein Kind das Haus verlassen wird, um, weiß ich nicht, in irgendeiner anderen Stadt zu studieren, vielleicht auch auf eine Reise zu gehen, eine Weltreise zu machen, irgendwie, wie heißen denn diese Studentenreisen hier mit sechs Stops einmal um die Welt oder sowas, Travel the World. Und dass du sie ziehen lässt, dass du sie liebevoll ziehen lässt, auch wenn es dich schmerzt. Aber dass du anerkennst, meine Kleinen sind groß geworden. Das könnte für den einen oder anderen Krebs ja auch nochmal eine Botschaft sein. Okay, das gesagt, gucken wir mal rein ins Thema Liebe und Partnerschaft. Was haben wir denn hier für ein Grundthema für die Krebse? Huch. In 20. 23. Und da haben wir hier zwei Botschaften. Das eine ist, achte auf die Warnzeichen. Es gibt Zeichen, die dich vorsichtig sein werden lassen. Und es kann sein, dass dir irgendjemand begegnet im neuen Jahr, der dein Seelengefährte ist. Oder vielleicht ist die Person auch schon in deinem Leben und die Karte sagt, ja, das ist dein Seelengefährte. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass dir mehr als eine Person begegnet, weil du vielleicht Single bist und auf der Suche bist. Also achte darauf, wo sind die roten Flaggen und wer ist wirklich dein Seelengefährte? Dein Seelengefährte bringt keine roten Fahnen mit, keine Warnfahnen. Ja, also nicht alles ist Gold, was glänzt. Also sei da ein bisschen achtsam. Für alle die, die schon in einer Partnerschaft sind, kannst du auch noch mal schauen, dass die Person an deiner Seite offensichtlich die ist, die da gerade hingehört und sie wird dir gleichzeitig Triggerpunkte liefern, die dich vielleicht auffühlen, die du vielleicht doof findest, aber auch hier kannst du mal hinschauen, gibt es vielleicht in dir was zu heilen, was an der Zeit ist, angeschaut zu werden, um da nochmal in eine andere Verbundenheit zu kommen, eine andere Kommunikation auch zu kommen, mit dir, aber eben auch mit deinem Gegenüber. Wo du sagst, geht es darum, die Person gleich zu verlassen? Nee, ich glaube nicht. Gucken wir gleich mal ins Tarot, sondern es geht eher darum, das zu nutzen, was da kommt. Und dich selber zu überprüfen, wie reagiere ich drauf und warum reagiere ich so? Und was macht es in mir, was ich da lösen kann? Weil auch hier steht in der Tat ein nächster Entwicklungsschritt für dich an, eine nächste Größe, eine nächste Erweiterung, wo du sagst, ich stehe für irgendwelche Muster aus der Vergangenheit nicht mehr zur Verfügung. Und das ist ja jetzt wirklich egal, ob du Single bist oder frisch verliebt oder in einer langjährigen Partnerschaft. Ich stehe für irgendwelche Muster der Vergangenheit nicht mehr zur Verfügung. Ich verhalte mich jetzt anders. Ich bin da über mich hinausgewachsen und breche aus bestehenden Mustern auf, einfach weil ich ja auf einer Erkenntnisreise bin, auf einer Reise zu mir selbst. Und da gehört dieses Thema auch dazu. Und ja, was nochmal, über sich hinauswachsen. Ich lasse mich von den Schmerzen der Vergangenheit nicht runterziehen. Ich lasse mich von den Erfahrungen der Vergangenheit nicht beeinflussen. Die haben mich geformt, die haben mich geprägt, das war gut so. Aber ich entscheide, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere oder auch nicht reagiere, ob ich mich davon beeinflussen lasse oder nicht. Und breche aus bestehenden Mustern aus, damit sich meine Vergangenheit nicht wiederholt, sondern damit ich in der Lage bin, jetzt generell oder auch mit der Person an meiner Seite neue Erfahrungen zu machen. Also es wird ein sehr transformatorisches Jahr für dich, lieber Krebs. Ist es anstrengend? Ganz bestimmt. Ist es heilsam? Auf jeden Fall. Bringst es dich in dein Glück? Definitiv. Und jetzt kommt hier so ein bisschen Chaos inzwischen. Und hier haben wir noch einen Ritter der Schwerter. Achte mal auch drauf,
dass wenn eine Person an deiner Seite ist, dass es wirklich, wenn du sagst, okay, das Hauptthema in diesem Jahr ist mein Heilungsprozess, dass ihr, wenn ihr miteinander kommuniziert, dass die Sachen, die ihr sagt, und das gilt für beide Seiten, vielleicht erst einmal durchs Hirn laufen, runter ins Herz und dann rein in den Mund, weil man natürlich mit Worten auch sehr verletzen kann, wenn sie so überschnell gesprochen werden. Ja, das gilt für beide Seiten. Ansonsten könnte die Person in deinem Leben jemand sein, der vielleicht ein bisschen jünger ist als du oder sich jünger verhält, unreifer verhält. Jemand, der impulsiv ist, jemand, der einen wachen, scharfen Verstand hat, der Dingen auf den Grund gehen will, der Dinge faktisch belegt haben möchte. So eine Person könnte das sein, wenn du dich fragst, woher weiß ich denn, um welche Person es da geht? Na, ist jetzt das, was die Karte hat. Und hier ist die Königin der Schwerter, was mir nochmal zeigt, der Ritter der Schwerter und die Königin der Schwerter. Und es ist jetzt egal, in welches Geschlecht du hast, wenn du guckst, es geht hier um die generelle Energie. Also offensichtlich bist du weiter, reifer, weiser, geklärter als die andere Person. Und wie heißt so schön, der Klügere gibt manchmal nach. Nachgeben heißt nicht, du lässt der anderen Person alles durchgehen, sondern du bist diejenige Person, die mit einem liebevolleren, erhabeneren Blick auf euch beide schauen darf und eine Klarheit behalten darf, wenn die andere Person vielleicht mal überreagiert. Das heißt nicht, dass sie das tut, aber weil sie halt jünger wirkt als du, bist du einfach schon ein bisschen weiter auf deinem Entwicklungsschritt als diese andere Person und darfst deine Weisheit da natürlich mit einfließen lassen. So, was haben wir für eine abschließende Botschaft hier bei dem Liebesthema? Mein Geliebter, meine Geliebte, auch wenn wir physisch getrennt sein mögen, sind wir spirituell immer miteinander verbunden, weil Liebe sich in Zeit und Raum auflöst, nichts fehlt. Jetzt kann es natürlich Hinweis sein auf eine Fernbeziehung, kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr noch nicht zusammen seid, aber spirituell schon auf dem Weg zueinander seid und dass du jetzt erst die Vorarbeit machen darfst, damit die Person sich zeigen darf in deinem Leben. Dass es da eben wirklich noch was zu klären, zu lösen, zu heilen gibt. Oder manchmal in der bestehenden Partnerschaft, auch wenn man zusammen ist, fühlt man sich ja manchmal getrennt und abgespalten voneinander, weil jeder gerade so in seinen Prozessen ist. Auch dann wisse, ihr seid liebevoll miteinander verbunden, auch wenn ihr vielleicht mal am Struggeln miteinander seid. Es hat nichts mit der Liebe zu tun, sondern es hat was mit euren eigenen Themen zu tun, die gelöst werden wollen. Und die werden ja meistens eben rausgekitzelt, wenn man Zeit zusammen verbringt. So, wir gucken mal rein ins Thema Beruf, Partnerschaft, Geld für den Krebs in 2023. Was haben wir hier? Geld, Beruf, Karriere. Was haben wir hier für den Krebs? Was haben wir für ein Motto? Oh, die Sonne, Schlaraffenland. Also der Knotenplatz, das haben wir ja hier auch, ne? Der Sonne entgegen, der Sonne entgegen, der Sonne entgegen, Schlaraffenland, Wunscherfüllung. Absolut. Also beruflich auch, das deckt sich ja mit dem, warum der Weg, den du einschlägst, sich hier lohnt, alte Pfade zu verlassen und neue Pfade zu gehen. Also nicht nur ein innerer Prozess, sondern auch definitiv ein beruflicher Prozess. Und auch hier hast du nochmal die Fünf der Stäbe. Die hatten wir ja hier schon gehabt. Wahrscheinlich geht es darum, sich wirklich von irgendwelchen Sachen zu befreien, irgendwas in eine Balance zu bringen. Vielleicht geht es auch um irgendwelche Abhängigkeiten. Vielleicht bist du angestellt oder hast irgendwelche Verträge, auf die du keine Lust mehr hast, die dir vielleicht eine Sicherheit geben oder wo du sagst, naja, Zeit gegen Geld oder sowas, aber da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Aber Fakt ist, es geht darum, hier einen inneren Kampf zu befrieden. Wie machst du das? Indem du dich an das hältst, was wir hier schon besprochen haben, und da wieder in eine neue, ausgeglichene Balance zu kommen. Der ein oder andere Krebs, wenn du selbstständig bist, kannst du auch mal dein Angebot generell überprüfen. Passt dein Angebot zu dir? Passt dein Angebot zu den Kunden, die du anziehen möchtest? Passen die Preise zu dem, was du anbietest, zu dir und zu deinen Kunden? Weil wenn das nicht harmonisch ist, ist ja auch irgendwie im Ungleichgewicht. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Geldthemen, die aufgelöst werden sollten? Wenn du das energetisch angehen möchtest, dann gern bei mir auch mit einer Aufstellungsarbeit oder einem Energetic Clearing. Da können wir gerne mal reinschauen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ja eh, weil sie ja unten in der Infobox. Aber
Ja, es geht schon darum, in so einen Befreiungsschlag zu gehen, irgendwas zu befrieden, irgendwas zu strukturieren, neu zu ordnen, was noch nicht ganz geordnet ist. Passt natürlich auch zu, ne, genieß den Weg oder brich auf, weil das wird ein geiles Jahr. Es braucht noch ein bisschen Vorarbeit, es braucht noch ein bisschen Sortieren und Klarheit. Offensichtlich sind hier bestimmte berufliche Schritte noch nicht so klar aktuell, aber die Klarheit sollte kommen im Laufe des Jahres, wie indem du hier Klarheit schaffst. Und dann hast du den Triumphzug. Das deckt sich ja hier mit der Sonnenkarte. Dann kannst du dich sowas von feiern, wirst vielleicht auch von anderen gefeiert. Vielleicht startest du auch auf Social Media irgendeinen Account und kriegst wirklich Anerkennung, wirst sichtbarer, als du es bisher bist oder noch gar nicht machst, weil du halt aus deiner inneren Box rauskommst und dich mit dem zeigst, was du zu bieten hast, mit allem, ja, mit deinem authentischsten Selbst, das du sein kannst, definitiv. Dich nicht zurückhalten, keine Rollen spielen, sondern du zeigst dich mit dem, wer du bist, was du bist. Klapperst keine Sachen nach, die andere clever vorsagen, sondern erlaubst dir, deinen eigenen Baum zu wässern, deinen eigenen Baum der Erkenntnis zu wässern und mit deinen eigenen Gedanken und Ideen rauszugehen. Nicht mit dem, was du mal gelernt hast, sondern deinen eigenen Twist da reinzubringen, deine eigene Spezialität in bestimmte Dinge reinzubringen. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, wenn ich das so sage. Ich hoffe. Haben wir noch einen Rat für den Krebs zum Thema? Oh. Die fliegen hier durcheinander. Also da ist dir noch nicht alles so klar, ne? Aber auch hier, das Hauptreading sagt ja, eingefahrene, eingetrampelte Wege verlassen. Und das ist, glaube ich, hier die Quintessenz von allem, um hier in den Erfolg zu kommen, weil du kannst wirklich einen super Erfolg einfahren in diesem Jahr. Also dem Erfolg finanziell wie auch freudvoll steht nichts im Wege, wenn du eigentlich ja was nochmal den nah eingetrampelte Wege verlässt und dich wirklich aufmachst und den Weg genießt. Dafür steht ja der Narr auch, ne? Der hat ja hier diese Blume gesammelt, weil ihm halt der Wegesrand auch auffällt. Der ist nicht super schnell unterwegs, aber der ist leichtfüßig unterwegs und sagt eben auch, was wir ja hier im Hauptreading hatten, ich lasse mich mal vom Leben überraschen. Ich traue mich jetzt mal, ich gehe mal los, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber ich lasse mich vom Leben überraschen und entdecke die schönsten Geschenke unterwegs und lasse mich davon leiten und führen und verwandle die dann in für mich das, was mir Erfolg und Freude bringt und dann eben auch Geld und Sonne und Sonne, ja. Also wird ein gutes Jahr für dich mit ein bisschen Arbeit, aber also innerliche Arbeit, aber ziemlich geil. So, dann lass uns mal reinschauen, was wir für ein Krafttier für den Krebs haben. Welches Krafttier begleitet unseren Krebs im neuen Jahr? Welches Krafttier begleitet den Krebs im neuen Jahr? Da kommt das Pferd, die Freiheit ist dein. Ja, auch hier geistige Freiheit, Dinge mal anders zu machen, ungezügelt zu sein, dich selbst überraschen mit deiner eigenen Courage, mit deiner eigenen Freude, aber eben auch hier wieder die Freiheit, eingetrampelte Pfade zu verlassen. So, jetzt gucken wir nochmal, was dir generell gut tut, wofür du generell Zeit einplanen solltest im neuen Jahr. Huch, da kommen zwei Karten. Die eine sagt Meditation. Also auch hier, ne, ich schalte mal meine Gedankengänge auf leise und gebe mich dem Göttlichen hin, haben wir hier. Also auch da, weißt du, ob du jetzt meditierst oder eine andere Möglichkeit findest, dich zur Ruhe zu bringen, dich mal rauszuschießen aus der normalen Alltagswelt und sagst, ich komme mal zur Ruhe, ich gehe in die Natur, ich meditiere, ich mache Yoga, ich gehe in die Badewanne, was auch immer dir gut tut. Das weißt du selber am besten. Aber Fakt ist, auch hier geht es darum, langsamer zu werden, Tempo rauszunehmen, um dann bewusstere Schritte zu machen. Ja, nicht um keine Schritte zu machen, sondern um bewusstere zu machen. Und dann haben wir hier nochmal Mut. Ich tue einen Sprung des Vertrauens. Ist der Fool, ja? Ich verlasse eingefahrene Wege. Ich vertraue darauf, dass das Universum mich hält und mich den nächsten Schritt auch erreichen lässt. Und es sind die nächsten und die nächsten und die nächsten, die nächste kleine Zwischenstation, weil ich getragen bin und weil das Universum Freude daran hat, wenn ich meinen Weg gehe und mich auf ein Abenteuer begebe, das mir noch gar nicht so klar und vielleicht auch noch gar nicht so geheuer ist, aber gleichzeitig absolut freudvoll. So.
Lieber Krebs, das ist deine Botschaft für 2023. Wie gesagt, vielleicht magst du öfter reinschauen, dir das Video irgendwie abspeichern, weil bestimmte Botschaften mit der Zeit immer klarer werden können. Vielleicht magst du auch ein eigenes Reading haben. Ich freue mich riesig, wenn ich für dich persönlich die Karten legen darf. Vielleicht sehen wir uns in den Rauhnächten. Vielleicht magst du meine Trinkgeldbox klingeln lassen. Viele Möglichkeiten, um miteinander zusammenzukommen. Ich sage auf jeden Fall von Herzen Danke, wünsche dir ein zauberhaftes neues Jahr und freue mich, dass du mir hier treu bist auf meinem YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank dafür und genieße dein absolutes Erfolgsjahr 2023. Deine Denise.